Heute möchte ich dir einen Tipp geben, wie du trainieren kannst, damit du auch auf der Trompete die Flatterzunge spielen kannst. Rein sprachlich gesehen haben einige Dialekte schon das rollende R dabei, zum Beispiel das Fränkische bzw. das Bayerische im Allgemeinen. Das heißt, diejenigen, die sprachlich dieses rollende R schon können, haben kein Problem mit der Flatterzunge. Alle anderen, für die ist es teilweise schier unmöglich, diesen Schritt zu gehen, dass die Flatterzunge funktioniert. Aufgrund der letzten 20 Jahre Unterrichtstätigkeit habe ich einen Weg gefunden, wie auch du trainieren kannst, dass die Flatterzunge auch bei dir eben funktionieren kann. Wir gehen einen Schritt zurück ohne Instrument und sprechen erstmal T. T. Wichtig ist der Druckpunkt, den wir mit unserer Zungenspitze fühlen, hinter den Schneidezähnen, den oberen. So, und jetzt ist wichtig, wenn ich das T gesprochen habe, dass ich weiter ausatme, so wie ich auf der Trompete später auch Luft hinauspuste. Am Anfang hat man einen leichten Luftstau und den lasse ich los. Jetzt geht die Zunge aus der Ausgangsposition, die hier oben ist, nach unten. Wichtig ist jetzt, während ich ausatme, gehe ich mit der Zungenspitze leicht wieder nach oben. Und komme dann ins rollende R. Wichtig ist immer, dass der Start hart ist, also ganz bewusst gemacht, wo ist der Start des T? Wie geht die Zunge nach unten? Da ist sie dann locker. Und jetzt, während ich ausatme, gehe ich wieder mit der Zunge nach oben. Ganz langsam. Und dann fängt diese zu flattern an. Wichtig ist jetzt, nicht dagegen arbeiten, sondern genau dieses Flattern zulassen. Und wenn du das geschafft hast, ist es kein Problem mehr, die Flatterzunge auf dein Instrument zu übertragen. Probier es aus und schreib in die Kommentare, wie es bei dir funktioniert. Klappt's oder klappt's nicht? Hast du Probleme? Ab damit in die Kommentare. Ansonsten lass am Ende noch ein Like und Abo da. Das freut mich immer ganz besonders. Bis nächste Woche zu einem neuen Trompetenvideo. Ciao, euer Nico.